Es wird erzählt über einen Admor, Admor Adonenu, Morenu, Verabenu, einen sehr großen Rabbiner. Er hatte gehabt viele, viele Schüler und auch einen Shamash. Shamash, einen Diener. Der Diener, er war sehr treu zum Rabbiner, er hat ihm gedient und alles das, was der Rabbiner gebraucht hat, er war immer da und wirklich einzigartig. Das Einzige, was war, dass dieser Shamash, dieser Diener, er war sehr arm. Sehr arm, seine Kleidung war zerrissen, alt und nicht einmal Schuhe hatte er angehabt. Und die Schüler hatten Mitleid gehabt und gesagt, okay, wir müssen ihm helfen, erbarmen, der arme Typ, nicht einmal Schuhe hatte. Kommt, wir sammeln Geld, alle Schüler zusammen. Es gibt ein Aniyut Bezibur, also es gibt keine arme Gemeinde. Eine Gemeinschaft, jeder gibt ein bisschen Geld und gemeinsam kann man was machen. Und man hat Geld gesammelt und mit Gottes Hilfe, man kommt zum Rabbiner, hier Quodarav, dieses Geld, wir haben es gesammelt für ihren Shamash, ihren treuen Shamash, damit er sich Kleidung, neue Kleidung und neue Schuhe kaufen kann. Bitte geben Sie das No Name, also nicht sagen, wer es gespendet hat, anonym, eine anonyme Spende an diesen einen armen Shamash. Der Rabbiner, ja, hat es auf den Tisch gelegt, Bezrat Hashem, wenn der Shamash reinkommt, ich werde ihm das Geld geben. Dabei musste der Rabbiner kurz weg, ist rausgegangen und wo der Rabbiner nicht im Zimmer war, ist der Shamash reingekommen und er sieht auf dem Tisch einen Haufen Geld und der Rabbiner ist nicht da. Er schaut links, schaut rechts, niemand ist da. Er nimmt das Geld, steckt sich in die Tasche und geht weg, als ob nichts da war. Hat das Geld genommen, der Shamash geht raus, der Rabbiner kommt rein, oh Shalom. Shamash geht und versteckt das Geld irgendwo. Der Rabbiner kommt und schaut, der Shamash war gerade da. Das Geld ist nicht da. Der Einzige, der Zugang gehabt hat zu diesem Zimmer, war nur dieser Shamash. Das Geld ist weg, das heißt, der Shamash hat das Geld genommen. Der Rabbiner hat schon bemerkt und gewusst, dass leider dieser Shamash die Versuchung nicht bestanden hat und das Geld, das eigentlich für ihn bestimmt war, weggenommen hat. Er hat ihm von seinem Job gekündigt. Er sagt, so einen Diener brauche ich nicht. Such dir einen anderen Job und geh woanders arbeiten. Jetzt, der Diener, wessen Geld hat er gestohlen? Er hat gestohlen das Geld, das für ihn bestimmt war. Ui, jeder von uns denkt, wie dumm war dieser eine Diener. Ein bisschen Geduld, warte noch ein bisschen. Und das, was du auf der verbotenen Art und Weise bekommen willst, wirst du es auf der erlaubten Art und Weise bekommen. Ui, das ist für unser ganzes Leben. Gott bestimmt für uns, schon zu Rosh Hashanah, wie viel, was jeder bekommen wird. Und genau bis zum Cent genau wird jeder bekommen das, was für ihn bestimmt wurde. Manchmal. Du kannst es bekommen auf der erlaubten Art und Weise, aber auch manchmal auf der verbotenen Art und Weise. Manchmal der Mensch steht nicht in der Versuchung und er macht faule Geschäfte, Chas v'Shalom, stiehlt, betrügt, legt jemanden rein, klaut, macht das, was ein Jude oder ein Mensch nicht machen darf. Und Gott im Himmel sagt ihm, du Dummkopf. Das, was du jetzt gestohlen hast, das war sowieso für dich bestimmt. Hättest du es nicht auf der verbotenen Art und Weise bekommen, du müsstest es bekommen. Auf der erlaubten Art und Weise. Wenn jemand 100 Euro gestohlen hat, du musst wissen, diese 100 Euro waren für dich bestimmt. Hättest du sie nicht gestohlen, dann hättest du diese 100 woanders bekommen. Aber was passiert jetzt? Er hat es bekommen auf der verbotenen Art und Weise. Muss es nachher wieder von der anderen Tasche zurückbezahlen, so wie es sein muss. Nicht nur das und er wird noch dafür bestraft und. Deswegen, sei geduldig. Das, was du bekommen musst, das wirst du bekommen. Nicht nur mit Geld, manchmal auch bei der zweiten Hälfte, bei den Shiduchim. Man drängt manchmal, dräng nicht. Das, was du bekommen musst, wirst du bekommen.
Wenn Gott etwas für dich bestimmt hat, wenn es nicht für dich bestimmt wurde, auch wenn du es bekommst, dann wirst du es bereuen. Deswegen, geduldig sein und wissen, in der Versuchung stehen, nur auf der erlaubten Art und Weise, das, was mir zustimmt, werde ich bekommen und was nicht, lasse ich lieber sein.